Und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Einmal kurz, Entschuldigung für die scheiß Lichtverhältnisse, es ist abends und ich wollte schon mal das Intro abdrehen, ehe ich das morgen früh um 5 machen muss. Da habe ich mich ja für heute Abend entschieden. Ja, heute kommt ein etwas anderes Video. Ihr kennt mich sonst immer als Pferdegirl. Oder auch nicht, aber zumindest als Pferde-YouTuber. Ja, den Job werde ich zumindest fürs heutige Video abgeben und werde zu einem Event morgen fahren. Und zwar, wer mich gut kennt, der weiß, dass ich ein unfassbar großer Teenie-Fan bin. Also googelt sie einfach, wenn ihr sie nicht kennt. Ich bin stolz auf euch, wenn ihr es schafft. und zwar bin ich jetzt schon seit Jahren Teenie-Fan und es kam halt durch gewisse Umstände dazu, dass ich halt nie zu ihr auf ein Konzert konnte, was mich immer super traurig gemacht hat, aber ja, jetzt ist es halt so. Und ich habe sie auch noch nie getroffen, gesehen oder irgendwas. Ich bin wirklich seit Jahren Fan, aber nix. Und ja, wer mich verfolgt, der weiß das auch. Der weiß auch, dass ich da keinen Halt von mache, dass ich auch eine Fanpage habe und dass ich da Video-Edits hochlade. Bla bla bla. Und ja, jetzt sind wir hier. Alle, die mich nicht kennen, hey, ich bin Romina, ich bin 18 Jahre alt und studiere aktuell. Ja, und ich nehme euch heute mit zu diesem Video. Ich bin mir sicher, es wird vielleicht auch einige Abonnenten geben, die es nicht die Bohne juckt, dass ich Teenie treffe. Das ist auch okay. Wir sehen uns beim nächsten Pferdevideo, das kommt bestimmt. Aber an alle, die neu sind, was bestimmt auch einige sein werden, freue mich, wenn ihr bei dem Video dabei seid und euch das Video gefällt. Und ja, kurz vorab, wie kam es dazu, dass ich jetzt morgen dahin komme? Es ist nicht so, wie die meisten, zumindest von der Teenie-Fanseite jetzt, die sich damit auskennen, erwarten würden. Man konnte ja eigentlich nur über ein Gewinnspiel die Karten bekommen. Also generell war es halt so, man kann halt nicht Karten kaufen für das Event, man konnte sie nur gewinnen. Jetzt bei Bravo Magazin, Dixter Pop und ich glaube, war das auch bei Universal selbst? Ich meine, ja. Also es war wirklich nur eine limitierte Kartenzahl, die man gewinnen konnte. Ja. Und ich kenne ja mein Glück bei sowas, das ist ungefähr bei 0%. Ich habe natürlich überall mitgemacht, aber dann dachte ich mir so, okay, du willst nichts unversucht lassen. Hat halt einfach mal so Universal freundlich angeschrieben, also Universal als Veranstalter. Und dachte eigentlich, ich kriege die Abfuhr meines Lebens, aber die haben gesagt, dass ich gerne vorbeikommen kann. Und seitdem steht meine Welt komplett Kopf. Es ist seitdem bei mir so Eskalation. Und an der Stelle ein ganz, ganz dickes, fettes Dankeschön an Universal, dass ihr gesagt habt, jo, die Olle kann vorbeikommen, wir lassen sie rein bei uns. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, ein Video zu drehen, damit ihr auch alle Teenie-Fans das Ganze einfach mal detailliert sehen können. Vielleicht auch aus einer etwas anderen Sicht. Ja, und ich komme quasi als Presse rein und ich bin echt mega dankbar. Ja, ich bin auf jeden Fall unfassbar gespannt, wie es wird. Ich fliege morgen um 6 Uhr nach Berlin und verbringe dann da einen Tag und fahre dann mit dem Zug zurück. Ich bin halt alleine in Berlin. I don't give a fuck. Juckt mich nicht. Hauptsache ich sehe Teenie. Und ein paar Leute, die ich kenne, also grob kenne, sind wohl morgen auch da. Bin ich dann gespannt. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Und ich weiß nicht, wie ich die Nacht heute pennen soll. Ich weiß es echt noch nicht. Close till I get up. Time is barely on our side. So Leute, ich bin mittlerweile in Berlin gelandet und bin jetzt auch schon bis zum Hauptbahnhof gekommen und bin jetzt gerade an der U-Bahn-Station. Oh, das ist irgendwie gerade voll kacke zu halten. Ich hoffe, mir hat überhaupt was. Ja, jetzt kämpfen wir mich voran zum Alexanderplatz, zum Pariser Platz, um dort was essen zu gehen, weil ich kann erst voll spät in mein Hotel und ich bin ja alleine und dann, naja, Essen ist immer gut. Das ist auf jeden Fall meine Strategie für heute. Geht's hier runter? Ich glaube schon. Ja, was ist das denn? Das ist doch niemals richtig. Deswegen war ich so irritiert, aber ich glaube, das stimmt schon. Wenn das geht, nehme ich den gleich.
stehe jetzt gerade draußen vor der Location und warte auf einen Taxifahrer und fahre dann nochmal zurück zum Hotel, um dann meine Sachen zu holen. Dann ziehe ich mich um, schminke mich, bla bla bla. Weil wir wollen halt Plätze reservieren und Plätze haben. Und ja, jetzt haben wir halt voll die Planänderung. Das wird also noch ein paar Stunden dauern. Aber gut. Ich bin mittlerweile am Hotel und warte wieder auf den Uber. Und habe jetzt mittlerweile mein Make-up geholt und so, dann kann ich mich gleich schon mal schminken. Ich habe gerade angefangen und es sieht schrecklich aus. Ich kann mich nicht draußen schminken mit diesen kleinen Spiegeln, das geht gar nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange es jetzt noch dauert. Wir haben einfach gerade mal 12 Uhr und das Ganze geht so gegen 16 Uhr los. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in the back. Cuando me dices baila conmigo, conmigo baila ve. Dame tu teléfono. Der war alle so. Wir sind jetzt immer noch am Warten und es dauert circa noch eine Stunde und dann geht's auch schon rein. Es ist jetzt noch eine halbe Stunde und dann geht's los und wir sind alle so aufgeregt. Oh mein Gott! Aber die, der Sebastian ist am Schlafen. Lol. Wir sind jetzt drin angekommen. Und wir sind so aufgeregt. Es hat sich ein bisschen verzögert und wir sind momentan alle so ein bisschen genervt, weil es soll nur 4er-Fotos geben, was halt ein bisschen ärgerlich ist, weil man schon einmal da ist. Ne? Mal gucken, ob es da irgendeine Lösung findet, aber oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Tini!
Boah, ich kriege jetzt mal einen Herzinfarkt, ne? Ich quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Si contigo quiero desaparecer. Todo el día no miro y ya quiero volver. Quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer. Si contigo quiero desaparecer. Todo el día no miro y ya quiero volver. Quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todo el día lo miro y ya quiero volver. Quiero volver, que quiero volver. Quiero darte besos hasta el amanecer.
as a maestro. Ese grito de dolor, nunca callarás de amor. Prefiero vivir esperando aceptar que no estás. Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor. ¿Por qué te vas? Siempre cinco. Bueno, la vamos a cantar así acústica. A ver, Pechito, ¿cómo sale esto? Yo contigo bailaré. Y si me sigues yo aquí te sigo. Donde quieras llévame. Así sé que tú apagas tus besos. Donde piensas bésame. Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca. Boca, 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 cuando tú me besas, de pies a cabeza, sé que a ti te gusta mis labios de fresa. Estoy muy feliz. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Glücklich. Ustedes hablan mejor español que nosotros. ¡Oh! Qué lindo ver cómo cantan tus canciones, amor. ¿Alguna de ustedes se llama Cristina? Nadie se llama Cristina. Sentencia de boleta, es una salvación.
caer. De lo que estés viviendo, la verdad. Este año fue vivir muchas cosas emocionalmente y también profesionalmente, y me fueron pasando muchas. ¡Amigo, baila conmigo! ¡Ven, ven! ¡Baila conmigo! ¡Ven, ven! ¡Baila conmigo! The waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Gerade im Bus und das Event war jetzt gerade eben und es war zu krass. Ich habe leider nicht so gute Aufnahmen von den Liedern an sich, aber. Oh mein Gott. Das habe ich geschrieben, ja. Und ja, es ist zu krass. Wir fahren gerade noch im Bus, ein bisschen weiter mit einigen Leuten und ich komme einfach nicht drauf klar. Wir wollten eigentlich Tini suchen, sind aber eher etwas unerfolgreicher und sie scheint auch irgendwie wahrscheinlich auf dem Hotelzimmer zu sein. Also ist das auch okay, wir waren jetzt noch was essen. Ach, guck mal, was ist das denn? Ja, es ist immer später, aber ich werde mal gucken, wann ich wie zurückfahre, weil ich werde wahrscheinlich irgendwie ein Auto mieten. Also die haben ja so Carsharing-Autos und so. Und ich habe so ein Mehrbettzimmer, deswegen ist es immer interessanter. Es ist jetzt 12:30 und glaubt es oder glaubt es nicht, aber ich habe es auch mal geschafft, in mein Hotel einzuchecken und ich habe einfach ein komplettes Extrazimmer für mich alleine. Ich hatte schon so voll Schiss, dass ich nachts dann so kommen würde und dann jemand wecke. Ja, weil ich noch die ganze Zeit Tini gesucht. Ist auch so kalt. Naja, jetzt bin ich hier und ich versuche dann zu schlafen und friere jetzt raus. Und das war zu krass. Ich denke, ich werde morgen noch ein Fazit drehen. Jetzt will ich einfach noch schlafen. Ah, Leute, wir haben jetzt 7 Uhr morgens und ich dachte mir, ja, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit. Ich bin jemand, der immer überpünktlich ist und ja, ich denke, ich werde noch viel zu viel Zeit am Bahnhof haben, aber
Ich will auf Nummer sicher gehen. Aber gut, die Zeit, die ich jetzt noch habe zu warten, die wollte ich jetzt einfach gerne mal nutzen, um so ein kleines Feedback zu geben, wie es so war und auch einfach allgemein alles, ne? Wie, ja. Sorry, es ist noch morgens, es ist. Ich bin fertig mit der Welt. Ja, also, das Event gestern war unbeschreiblich, muss ich sagen. Also, ich fand es genial. Wir hatten halt erst so ein bisschen Verzögerung und dann haben wir, glaube ich, statt 16.30 Uhr um 16.40 Uhr gestartet, was dann aber auch okay war. Das war recht lustig, weil am Anfang haben wir alle natürlich die ganze Zeit gerufen, dass Tini kommen soll. Sie sollte auch eigentlich kommen, aber sie ist dann irgendwie 2 oder 3 Mal nicht rausgekommen. Kann sein, dass ich das auf Kamera haben müsste eigentlich. Naja, aber passiert. Ja, und dann kam sie und sie hat direkt Spanisch gesprochen. Sie hat sich gar nicht beeindrucken lassen von unserem deutschen Publikum. War aber auch nicht schlimm, weil wir haben sie halt einfach alle verstanden, weil die meisten Hardcore-Fans kennen halt Tini und dann können die auch Spanisch. Und das war auch mir lieber als, wir hatten da später so eine Dolmetscherin, aber das war auch eher so ein bisschen vage alles. Genau, und wir waren halt in der dritten Reihe. Eigentlich hatten wir erst Plätze, ja, also eigentlich, was heißt Plätze, aber wir waren halt schon früh morgens da. Und dann haben wir halt gesagt, so, jo Leute, wir stehen hier seit 11 Uhr morgens, manche auch schon seit 9 Uhr morgens. Wir haben ja gewartet bis 16 Uhr. Lass schon mal eine Reihenfolge bilden, wie wir uns anstellen. Weil, ganz ehrlich, wir stehen hier am längsten und dann können wir halt auch die ersten Plätze kriegen, so, ne? Ist halt nur gerecht, weil andere kamen dann um, keine Ahnung, jetzt 15 Uhr oder 3:30 Uhr. Und waren auch in die erste Reihe, wo ich mir denke, so, keine Ahnung, wir waren halt seit 11 Uhr da, weil uns das so wichtig war. Und dann ist das auch irgendwie so unser Recht, so, könnten die anderen ja genauso machen, ne? Und dann hätten wir auch kein Problem damit gehabt. Also nur so viel dazu. Ja, und dann waren wir jetzt statt 2. Reihe, 3. Reihe. Ich wusste das, weil wir waren morgens schon mal kurz in der Location drin und dann konnte man das so sehen. Und man hatte so eine gute Sicht und dann hat sie halt irgendwann gesagt, so, jo, ich glaube, bei Princess war das. Und dann hat sie halt gesagt, ja, kommen alle nach vorne, wir tanzen das jetzt. Aber dann hat sie halt alle komplett nach vorne geholt, dann standen wir halt wirklich dann nur vor ihr. Und das war krank, so nah an ihr zu sein, wenn sie singt und alle haben mitgesungen und sie hat das jetzt so Spaß gehabt, also wirkte zumindest auf uns so. Und das war richtig, richtig cool, wirklich. Ich hab's geliebt. Und sie war auch die ganze Zeit so richtig lieb und dann irgendwann bei Quiero Volver kam halt dann Sebastian Jarra, das ist halt ihr Freund. Den kennen ja vielleicht auch ein paar mehr im lateinamerikanischen Bereich, der hat schon einige große Songs gehabt. Naja, auf jeden Fall kam der dann überraschenderweise auch ins Haus. Wir wussten, dass der in Berlin ist, aber wir waren uns nicht sicher, ob der auch zum Showcase kommt. Showcase? Zum Fan-Event? Keine Ahnung. Mein Gott. Ja, aber er ist gekommen aus dem Nichts und dann war es richtig, richtig cool. Ja, aber die Stimmung war mega und Tini war mega lieb und hat echt gute Stimmung auch gemacht. Dann gab es am Ende noch so ein FAQ, das war bescheuert. Da hat keiner Bock drauf gehabt. Gar keiner wollte dieses FAQ hören, weil was waren das für Fragen? Das waren alles so Fragen, die wusste auch schon jeder im Raum, ne? Aber nein, das wurde natürlich knallhart durchgezogen. Das einzige Relevante war halt, wann Tini denn auf Tour kommen würde in Deutschland. Und das tatsächlich Februar, März. Das war eine wichtige Frage. Mehr wollten wir auch eigentlich alle gar nicht wissen. Ja, aber sonst. Fragen war jetzt nichts Besonderes. Die hätten wir auch alle jetzt schon so beantworten können. Ja, dann kam halt das Meet and Greet. Und, da sehe ich halt das, also das Meet and Greet an sich, wo man sie trifft, war genial. Ich habe es geliebt, sie war mega cool, man konnte auch ein bisschen mit ihr reden und so. Und mega lieb war sie und ich habe auch ihren Charakter voll gefeiert. Vielleicht sieht man das auch bei einem der Videos so, bevor sie mir auf den Rücken schreibt, guckt sie mich die ganze Zeit so verwirrt an. Ich habe da so mit ihr rumdiskutiert in dem Moment, weil ich wollte von ihr, dass sie mir ein Wort aufschreibt, weil ich wollte mir schon länger vorher tätowieren lassen. Das ist stark auf Spanisch. Ich bin mir aber schon immer mit der Schrift unsicher gewesen. Da dachte ich mir ganz ehrlich, wäre eigentlich mal voll die Idee, dass die das vielleicht einfach mal macht. Weil ich würde jetzt mir nicht so ein offensichtliches Fan-Tattoo machen. Aber fände es dann doch cool. Ich meine, ich bin schon echt lange Fan. Wenn das so diesen Touch hat, also so, ne? Aber ja, keine Ahnung. Da werde ich nochmal gucken. Aber was hat sie noch getan? Auf jeden Fall habe ich damit ihr diskutiert. Ich habe sie dazu gezwungen, das schön aufzuschreiben. Und sie guckte mich fragend an. Ich so, write it down beautiful, please. Das war lustig, aber keine Ahnung, war mega cool. Was mich halt
unnormal angenervt hat und was jeden anderen Fan auch angenervt hat, dass wir keine Zeit, die nette Wohlzeit, hatten für Einzelfotos. Ach, I don't know. War halt einfach ärgerlich. Und dann war halt auch die Situation, dass ich eigentlich mein Handy jemandem gegeben habe, dass der das filmen kann und dann auch dabei Fotos macht, zum Beispiel wenn man sie umarmt oder so. Ja, lustig. Mein Handy, ich habe das nur gesehen, wie auf dem Weg, wie ich dann so zu Tini war, wurde von Person zu Person weitergegeben, stand dann da irgendwann hochkant und ich habe dann in die Videos geguckt, die erste Hälfte ist gar nicht drauf. Also nicht wundern, wenn da was fehlt. Die erste Hälfte ist halt einfach gar nicht drauf und Bilder habe ich auch nicht wirklich. Und das hat mich halt einfach angenervt wie sonst was, weil ich gebe jemandem mein Handy und dann wird es einfach, es wurde wirklich 5 Leuten original weitergegeben und jeder hat kurz irgendwas damit gemacht. Ich denke, das geht nicht, Leute, so, ne? Oh, das hat mich einfach angenervt. Aber so gut, insgesamt war es trotzdem ein geniales Event. Tini war unfassbar lieb und wir hatten einfach den Spaß unseres Lebens. Ich kann es nur weiterempfehlen und ich habe jetzt auch Autogrammkarten und so. Und richtig cool. Ich laber viel zu lange. Ich glaube auch nicht, dass ich das so viele angucken werden, aber ja. So, ich hoffe, das Video hat euch erstmal gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht filme ich gleich noch ein bisschen was von der Zugfahrt. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Ich laufe jetzt zum Checkout. Und dann muss ich noch ein bisschen laufen bis zur S-Bahn-Station. Dann schwinge ich mich in die S-Bahn rein. Ja, aber es müsste alles klappen. Mich wundert, dass so das der Weg mit der S-Bahn gar nicht lang ist bis zum Hauptbahnhof. Weil ich sonst immer relativ lang unterwegs war. Ich hoffe, man versteht was, aber es ist 7 Uhr morgens und ich will jetzt nicht so schreien. Ja.